hab's. Du hast da unten ein Radarsignal aktiviert. Clever. Die Show, die Wissenschaft. Oracle, ich hau hier ab. Was ist mit Croc? Er wird kein Problem sein. Ziel erreicht. Sammle den Killer Crocs Versteck. Pflanzenspuren. Fliehe aus Killer Crocs Versteck. Oh. Nein. Jetzt ist das hier weg, oder was? Kann ich da drüber springen? Hoffentlich sterbe ich nicht. Ich kann da nicht drüber springen. Ich habe es eben versucht. Okay, wir laufen jetzt einfach mal ein bisschen. Wir haben ja tatsächlich alle Pflanzen. Wow. Killer Croc, wir haben doch hier... Wir haben ja ein Dings hier, habe ich vergessen. Wir haben ja hier den Line Launcher. Ist das die richtige Richtung? Ja. Laufen. Wir müssen ja jetzt uns nach den Zahlen orientieren. Theoretisch hätte ich jetzt gesagt, spontan, es geht nach links. Wir schleichen noch ein bisschen, damit er uns nicht sofort entdeckt. Hier geht's nicht lang, also muss es hier rüber gehen. Da bist du. Ach, da bin ich, was? Quatsch. Das war ich nicht. Das war mein zweites Ich. Mann. Jetzt muss ich schnell auf den Battering wechseln. Glück gehabt, dass ich den jetzt so schnell gefunden habe. So, und jetzt hier rüber. Und dann nach links nehme ich mal an, über das Tor. Genau, wir haben jetzt schon die Hälfte geschafft. Läuft. Falsche Richtung. Es wird immer falscher. So, wir brauchen wieder den Line Launcher. Nö. Edgy Badge daneben. Ich sammle aber jetzt wieder auf den Batarang, damit wir den schneller haben. Ich hoffe, geradeaus ist richtig. Jawohl, geradeaus ist richtig. Killer Croc kann uns bald nichts mehr. Es sind nur noch 250 Meter. Was soll auf denen hier schon noch passieren? Das ist falsch. Das ist richtig. Ich habe deine Sicherung aufgenommen. Naja, bittere du, ich mal. Ich muss... Geh weg! Tauche wieder unter, da wo du herkommst, du böses Monster! So, Killer Croc ist aber jetzt langsam, ne? Wird stressig mit dir. Vor allem, weil ich nicht in die falsche Richtung laufe. Wir brauchen wieder den Line Launcher. Hier nicht rum. Komm, wir gehen mal hier, geht schneller. Hä, 100... Ach, ich wollte gerade sagen, die Zahl hat sich nicht aktualisiert. Du kannst mir nicht entkommen. Außer ich laufe. Dam, da, dam. Ich war immer gut im Sprinten. Und hier rüber, ja. Ich war immer gut. Ich war mit... Also... Wuhuhuhu. Er hatte bestimmt in Sport immer eine 1, der Batman. War bestimmt voll das Sportass. Beliebt und so in der Schule. Die ganzen Cheerleader standen auf ihn. Laufen konnte er. Boah, stramme Waden hat der Junge. Stramme Waden. So. Meine Höhlen werden dein Herz sein. Yes. Nein! Doch! Doch, Killer Croc, doch. Und das ist ein bisschen schwer. Ja, aber wenn du da rauskommst erst. Fliehe aus Killer Crocs Versteck. Krokodil-Tears. Kehre zur Betthülle zurück, um ein Anti-Titan-Präparat zu entwickeln. Oh, die Karte wird mir angezeigt. Wieso praktisch Krokodil dann die? So, lass mich wieder aus der Karte raus. Das hat er nämlich selber gemacht. Hey, ich brauche keine Karte. Ich kenne mich hier aus. So, wir gehen jetzt hier, ne? Das war ja richtig eigentlich. Guck mal, auch Zähnchen sind jetzt erschienen. Ach, wie schön. So, das Zähnchen noch. Riddler-Herausforderung abgeschlossen. Wir haben 10 Joker-Zähne gefunden. Und wir gehen durch die Tür. Killer Croc ist jetzt erstmal da unten. Und wir sind bei dem alten Abwasserrohr. Und das ist da, guck mal, wisst ihr noch, da wo wir mal langgelaufen sind und Killer Croc, wir haben da so geguckt, oh, was ist denn da schön? Und dann kam Killer Croc und machte, und wir haben uns voll erschrocken. Genau, hier oben war die Riddler-Trophäe. Wir müssen jetzt eigentlich genau da raus. Und dann können wir gleich... Sie ist nicht da unten. Joker sagt, die Fledermaus hat da unten einen Lagerraum oder eine Höhle oder sowas. Niemals. Joker sagt, er bekommt sein Spielzeug irgendwo her. Ich nehme an, das ergibt Sinn. Wenn es hier unten ist, ist es gut versteckt. Also sucht weiter. Der Boss ist nicht gut drauf und ich will nicht der sein, der ihn verärgert. Ja, guter Punkt.
Apropos verärgern, was sagst denn du dazu, wenn ich das mache? Ich wollte ihn eigentlich ausschalten. Schlag ihn nochmal! Nein, schlag... Hallo? Schlag ihn nochmal? Welcher Welt... Alter, in welcher Welt leben die denn? Sag mal, was ist denn hier mit euch kaputt? Gut, dass ich... Hast gesehen? Der hat sich ein Rohr geholt. Aus der Wand. Ah, der hat ein Messer, deshalb ging das gar nicht. Hat er sich ein Rohr aus der Wand gerissen? Hör auf, nach Dingern nach mir zu werfen. Ich habe empfindliche Haut. Und die sollen nicht kaputt gehen. Ich mach dich! Allein die Feuchtigkeit hier unten tut meiner Haut nicht gut. So, Quatsch, was ich schon wieder labere. So. Wenn du die Treppe nehmen willst, musst du erst an mir vorbei. Ich wollte eigentlich den mit dem Messer, ne? So, jetzt aber mal, mein Freund. Ups, bin runtergefallen. Kommst du nach? Ja, super. Was hat der denn gemacht? So, hätte es lieber doch die Treppe nehmen sollen. Und eigentlich wollte ich ja auch was ganz anderes machen, deshalb bin ich vorhin schon so heiß be... Ui? Was geht denn da kaputt? Ich glaube, du hast es gespürt. Die Pflanzen spielen verrückt. Ich sehe seismische Ausschläge überall. Das ist nicht gut. Okay, ich habe die Proben. Ich gehe jetzt zur Betthöhle, um das Gegenmittel herzustellen. Gut, ich würde dir raten, dich zu beeilen, aber ich bin sicher, du weißt, was du tust. Melde dich in der Höhle, wenn du was brauchst. Genau, aber erstmal das hier. Ah, Figur freigeschaltet, Killer Croc, wer hätte es geahnt? So. Und wir können jetzt. Hier kommen wir zur Betthöhle sogar, ne? Wir sind schon da. Wir sind schon fast da. Wir können jetzt einfach hier durchgehen. Das ist kein Ding jetzt. Scannen und öffnen. Genau, scan mich mal. Okay, natürlich, das ist Batman. Mein System sofort erkannt. Die Betthöhle. Home sweet home. Ah, ja, 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 ja. So. Film ab. Wie dicht bist du an der Entdeckung der Heilung? Nah dran. Es ist schwieriger, als ich dachte. Das Verfahren ist langsam, schwierig und es produziert kaum Gegenmittel. Und die guten Nachrichten? Die Chemikalie wird Ivy sicher aufhalten. Sie könnte auch die Titanverwandlung umkehren. Ich muss noch einige Tests durchführen, um sicher zu sein. Der Computer soll noch mehr durchführen, aber ich muss jetzt raus und Ivy suchen. Gott sei Dank, ihre Pflanzen haben den Gotham River erreicht. Batman! Bruce, ist alles okay? Mir geht's gut. Und Batman hat mal schnell was gebastelt, und zwar eine Ultra-Bat-Claw. Und zwar ist das ein Upgrade. Der Bat-Claw kann 3 Haken auf einmal abfeuern. Zusätzliche Befestigungspunkte erlauben es, aus der Entfernung strukturelle Schwächen in der Bausubstanz einzureißen. Genau das hat uns noch gefehlt, um an ein paar Riddler-Sachen dran zu kommen. Und um wahrscheinlich auch hier rauszukommen. Deshalb hat er das ja gebastelt, nicht damit wir die Riddler-Trophäen finden. Ja. So, erst nochmal schön bestaunt sein neues Werk. Neues Primärziel, verhindere, dass Poison Ivy die Insel zerstört. Ach ja, das ist ja ein einfaches Ziel, das mache ich ja jeden Tag. Genau, die Wand haben wir hier schon gesehen. Jetzt die Ultra-Bat-Claw ist die geworden und damit können wir jetzt einfach mal das hier tun und herunterziehen, die Wand. Die war ja strukturell sehr schwach. was bringt mir das jetzt gerade? Ach, hier oben. Hier ist jetzt sonst nichts, ne? Wir gehen jetzt einfach mal hier weiter. Hier weiter. Hier, unsichtbare Wand. Ach, guck mal, wie schön. Riddler-Trophäe. Da ist sie. Die müssen wir haben. Ich glaube, er zeigt uns jetzt an, welchen Weg wir gehen sollen. Genau, da müssen wir hin. Und da links sind wir. Genau.
Schön. Nochmal kurz den Ausblick genießen. Okay, reicht. So. Und hier runter jetzt. Wir haben ja gesehen, wo wir lang müssen. Wir müssen ja eigentlich hier nur so ein bisschen fliegen. Ach, wie schön. Wie schön. So. Das war so gut versteckt, dass es fast unsichtbar war. Tja, unsichtbar, aber trotzdem da, mein Freund. Schon wieder ein Upgrade? Boah, das ging ja jetzt mega flott gerade. Dann könnten wir eigentlich das hier machen. Nee, das wollte ich nicht machen. Das... Ach, das ist... Ich dachte, das wäre für die Batclaw jetzt gewesen. Zwillings-Battering. Battering-Kraft. Und das war der Schallschock-Battering. Ja, komm, machen wir den jetzt mal. Ist egal. Die Upgrades gehen gerade so flott wieder. Wir kriegen das eh vorher alles, bevor das Spiel fertig ist. Habe ich jedenfalls damals so gehabt. Da hatte ich dann als... Hätte ich noch ein paar Upgrades machen können. So viele Punkte hatte ich noch gesammelt. Hier komme ich jetzt nicht durch. Wir müssen, glaube ich, hier hoch. Genau. Ich kann aber auch hier hoch. Und ich kann auch hier hoch. Ich stelle jetzt nur die Frage, welches hoch ist richtig. Ist hier was? Eine Riddler-Trophäe oder sowas? Nö. Ich sehe jetzt gerade gar nichts. Warum kann ich hier hoch? Ach, da ist der Ausgang. Warte mal. Ah, guck mal. Cool. Warte mal, dann will ich mal ganz kurz gucken, was da unten ist. Nicht, dass wir hier noch eine Riddler-Trophäe vergessen. Aber nee, hier ist gar nichts. Das ist nur, damit wir hier, glaube ich, eine Plattform haben, weil der die Batclaw nicht so so hoch ziehen sich kann. Und dann der Line Launcher wieder und jetzt hier rüber. Dann sind wir ja schon wieder draußen. Geht ja ganz flott. Geht ja flott. Wir müssen ja wieder nach oben und Poison Ivy jetzt erstmal aufhalten. Ach, hier sind wir. Guck mal, wir sind jetzt praktisch außen rum gegangen. Da ist die Brücke. Und dann könnten wir jetzt eigentlich wieder durch die Abwässer. Wir müssen jetzt nur mal hier runterfliegen. Genau, mal gucken, wo müssen wir jetzt lang? Okay, ich glaube, wir müssen jetzt einfach wieder hier hoch. Wir müssen, glaube ich, denselben Weg gehen, wie wir eben gegangen sind. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich kann mich auch täuschen. Da liegen die Kumpanen noch rum. Ah, oh, ja, wir sollten hier... Oh Gott. Yay. Na, das habe ich jetzt nicht so schnell gesehen. Das habe ich nicht gesehen, tatsächlich. So, die Dinger brauchen wir ja gar nicht zu zerstören. Wir dürfen halt nur nicht hinrennen. Das war jetzt mein Fehler. Ich glaube, wenn wir uns hinschleichen, dann... Batman, ich führe eine Simulation über die Zerstörung, durch die Ivys Pflanzen anrichten würden, wenn sie Gotham erreichen. Die kommen nicht weit. Mein Gegenmittel wird sie und Ivy aufhalten. Ich hoffe, du hast recht. Ich bin hier, falls du mich brauchst. Genau, ne? Hier einfach hier ranschleichen an die Sporen und dann können wir die zerstören. Das habe ich letztes Mal sogar ein bisschen umständlich gemacht, weil ich erst gewartet habe, bis sie die Kugeln verschießt. Brauchen wir gar nicht. Grünes Wasser? Hauptabwasseranschluss. Ein Rätsel hat viele Seiten. Aber nur, was? Ein Rätsel hat viele Seiten? Seiten, oder? Oracle, wir haben noch ein Problem. Was noch? Two-Face, Riddler, irgendein riesiger Joker-Roboter? Leider ist es nicht so einfach. Ich bin an der Einmündung der Hauptabwasserrohre und sie scheinen titanverseucht zu sein. Wieso? Was macht er jetzt? Ich sehe mal nach. Würde mich auch mal interessieren, was der da macht. So, wir sind jetzt mal hier. Ich muss jetzt gerade noch mal gucken, wie wir da hinkommen, wo ich hin will. Warte mal, wir sind jetzt hier. Kommen wir dann... hier oben haben nämlich noch eine Riddler-Trophäe. Warte mal. Wo kommen wir hier hin? Kommen wir überhaupt dahin? Jawohl. Sehen wir jetzt... Ach nein, wir sind unten. Ach, wir sind nicht oben, wir sind unten. Ach so. Nee, dann bin ich gerade falsch. Dann war da mein Fehler. Ich habe gedacht, wir kämen von oben. Das ist falsch. Na, das war blöd jetzt. Ich habe mich verlaufen. Ich habe gedacht, wir kämen von oben, aber wir kommen wieder von unten. Wir müssen wieder hochlaufen. Das Titanwasser scheint ätzend zu sein, aber das kann dem Anzug nichts anhaben. Was hast du erfahren? Ich bin nicht sicher, ob du bereit dafür bist. Nein, aber mach weiter. Joker pumpt die ganzen Abfallprodukte vom Titanprozess in diese Kammer. Sie dient als eine Art natürlicher Vorratsbehälter. Wenn sie voll ist, fließt das Wasser in den Gotham River. Eigentlich ist es sicher, aber... Aber diesmal ist es voller Titan. Wie kann ich es stoppen? Ich arbeite dran.
Dann arbeite du mal da dran, während wir hier die Riddler-Dinger suchen und finden. Das war nämlich das, was uns noch fehlte. Und, das da hinten auch ebenso. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Die habe ich nicht gesehen. So, habe ich jetzt tatsächlich nicht gesehen gehabt. Warte mal, wir haben jetzt hier den Line Launcher. Wir müssen eh da oben. Ich muss nur mal gucken, dass ich jetzt hier das richtige Ding finde. Weil hinter uns war da eben nichts, aber hier ist was. Gut, dann sammeln wir die noch schnell ein. Dann gucke ich nochmal ganz kurz hier hinten, aber ich glaube, wir müssen rechts hoch. Hier ist nichts, hier kommen wir nicht hoch. Herausforderung freigeschaltet, den Dschungelkampf. Oh, die Pflanze habe ich nicht gesehen. Au, Alter, wir haben fast kein Leben mehr, weil ich mich so dämlich anstelle. Ja. Einfache Pflanzen vernichten, Batman. Nach den Plänen, die ich in den Akten habe, gibt es 3 Kontrollräume. Der erste ist genau über dir. Ich lege sie alle still. Was passiert, wenn dieses Titanzeug Gotham erreicht? Es wird Gotham nicht erreichen. Wollte ich gerade sagen, neues Primärziel verhindere, dass Joker den Gotham River verschmutzt. Deaktiviere den westlichen Pumpenraum. Alles kein Problem für einen wie uns. Und deaktiviere den östlichen Pumpenraum. Auch kein Problem. Sichere den Pumpenkontrollraum. Sonst noch was. Ich meine. Herr Rüttler. Eine Trophäe gefunden. Ich überlege gerade was. Wo ist der Punkt? Ich weiß nicht, wo der Punkt ist. Von dem Ausrufezeichen. Boah, ich weiß noch. Fragezeichen. Ich weiß gerade noch, dass ich den lange gesucht habe, bis ich den gefunden habe. Vielleicht war das auch von hier oben irgendwie. Aber dann können wir unten das Fragezeichen nicht mehr sehen. Hoffentlich. Denn wenn du lügst, krieg ich deine Augen und deine Finger. Verstehst du? Nee, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Wir müssen das dann später mal rausfinden. So, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier die Wand kaputt. So, komm schon, raus damit. Wunderbar. Guck mal, was sagt denn dazu? Tschüss! 3 auf 1 Streich! Boah, wenn ich jetzt bei dem Märchen von den Gebrüdern Grimm wäre, wäre ich ein Held. Ach nee, das waren 7. Pumpenkontrollraum. Wow, Alter, den Typen habe ich nicht gesehen. Habe ich mich gerade erschrocken. Wie er auf mich zugerannt kommt. Alter, ich hab... Hallo? Kannst du mich hören? Unglaublich! Ich nehme an, das bist du da drin, Bats. Ja. Genieß es, solange du kannst. Diese Höhlen werden dein Grab. Hat er eben Hänger gehabt, der mit Joker. So. Ich dachte, hier wäre noch eine Riddler-Trophäe drin, vielleicht. Nee, hier? Nein. Dann gehen wir mal weiter. Und da warte ich jetzt eigentlich nur noch auf das Tonband hier. Patientengespräch, Waylon Jones. Nur langsame Besserung. Was ist in diesem Haus geschehen? Nur Geschäftliches. Geschäftliches? Was für Geschäftspraktiken führen zu einem Haus voller verstümmelter Leichen? Ich lasse nicht gern meine Zeit verplempern. Jemand zahlt nicht, also verdient er eine Lektion. Sie schulden mir etwas. Also haben Sie sie getötet, ihre Körper zerfleischt. Die Polizei hat nie alle Überreste gefunden. Sie hätten in den Abwasserkanälen nachsehen müssen. Heißt das, Sie haben sie da versteckt? Nach einer Weile. Gewöhnlich dauert es 8 Stunden. Oh Mann. Zeit zu gehen, Frog. Steh auf! Er musste sie halt erstmal verdauen, ne? So, hier ist die Tür. Eigentlich wollte ich sagen, ich wollte jetzt nämlich hier speichern. Ich hab dich gehört. Schießt, um zu töten. Ich mache nichts anderes. Und während die beiden sich so unterhalten, würde ich sagen, sehen wir uns dann in einer neuen Folge von Batman Arkham Asylum wieder. Ich mache hier eine Pause. Wir werden herausfinden, was der Joker damit meinte, als er gesagt hatte, die Höhlen werden unser Grab werden. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis dahin. Tschüss.